Guten Morgen, Lokführer. Es ist Donnerstag, der 14. April, der erste Tag der Dampfloktage 2022 im Wutachtal. Sie haben über Nacht aus Rottweil vom Gelände der Eisenbahnfreunde Zollernbahn ihren Zug nach Weizen überführt. Ihre Sonderfahrt beginnt hier und Sie fahren die 86 auf ihrer alten Hausstrecke bis Blumberg-Zollhaus. Dort übernimmt dann ein Kollege und fährt den Zug weiter bis Tuttlingen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag der Zugwoche und zum ersten Tag unseres dreitägigen Dampflok-Spektakels. Wir beginnen mit der 86-13-33 hier im Bahnhof Weizen. Okay, fahren Sie zunächst zum Bahnsteig von Weizen, anschließend koppeln Sie den Zug ab und fahren zum Wasserturm. Alles klar, das wird erledigt. Jo, Weiche ist umgelegt. Das heißt, wir können wieder vorfahren. Oh. Wir haben hier hinter unserer Baureihe 86 Rekowagen der Deutschen Reichsbahn als Dreiachser. Mal gucken, was wir hier so haben. Wir haben einmal einen reinen Postwagen hinter. Wir haben den Gepäckwagen. Ich glaube, der ist hier an der Stelle sogar noch mit Sitzbänken. Ne. Also wirklich nur rein für Gepäck und Fahrräder zum Beispiel. Und dann haben wir drei Personenwagen. So, jetzt sollen wir einmal abkoppeln. Und dann vorfahren zur Wasserstelle vom Bahnhof Weizen. Da hören wir gerade auch gleich noch was anderes reinkommen. Da vorne sehen wir die drei Lichter. Baureihe 50 kommt da. Wir sind am Wasserturm angekommen. Hoppala. Na, 50, 35, 52 aus Hanau.
So, die Zeit ist zwar schon am Ende, aber noch sind wir nicht voll. Mit 52 sollen wir abfahren. Das geht. Das schaffen wir noch. Jetzt sind wir voll. Alles klar, setzen Sie zum Zug zurück und lassen Sie die Fahrgäste einsteigen. Die 86 ist immer ein klein bisschen schwierig zu steuern, weil die auch, nachdem man den Leistungsregler wieder runtergenommen hat, noch sehr lange weiter beschleunigt. Lassen Sie nun die Fahrgäste einsteigen. Alles klar. So, hatten wir eben gerade schon gemacht. Fällt mir gerade ein. Nun gut. So, endlich sind unsere Türen zu und Abfahrt.
So, und dann machen wir uns dann jetzt auch gleich an unseren ersten Anstieg. Dort drüben auf dem Hügel werden wir dann gleich langfahren, nachdem wir einmal quasi hier auf der Seite ins Tal hineinfahren, hier durch einen langen Tunnel fahren und dann auf der anderen Seite wieder herauskommen. Kann das gerne auch einmal kurz zeigen. Hier ist dann die Strecke, wo wir gleich langkommen. Und wir kämpfen uns jetzt einmal hier am Hang entlang, dort hinten in den Tunnel hinein und dann kommen wir hier hoch. Was ist mir dann doch noch ein bisschen dunkel hier unten? Mache einmal kurz. Bisschen höher. Nee, nicht Umgebungslicht. Naja, zumindest ein bisschen heller ist es. Ich habe vergessen, den Leistungsregler wieder zurückzunehmen. Gut, jetzt dürfen wir auf 140.
So, und da sind wir auch aus dem 180-Grad-Tunnel schon wieder hinaus. Und bahnen uns weiter unseren Weg in Richtung Pfützen. Beziehungsweise erstmal zum Sauschwänzle. Was gibt es im Übrigen so zur 86, 13, 33 zu sagen? Also, die 1333, damals bezeichnet nur als 333-3, wurde 1939 in der Lokomotivfabrik Wien hergestellt und ausgeliefert, zusammen mit einem Kontingent von insgesamt 35 Maschinen dieser Bauart. War danach bei, also war nach dem Krieg bei der Deutschen Reichsbahn im BW, in den BWs Chemnitz und Glauchau stationiert und 1970 dann umbezeichnet in 1333. Im Fahrplanwechsel 76-77 wurden dann die meisten Loks dieser Bauart ausgemustert. Die 86-13-33 machte sich noch als Heizlok nützlich in Rochlitz und fuhr vereinzelt noch Regional- und Sonderzüge. Am 31. Juli 1933 wurde dann die Lok von der Deutschen Reichsbahn an die Eisenbahnverkehrsgesellschaft in Aalen verkauft, wo sie dann nach einem kurzen Aufenthalt im Bayerischen Eisenbahnmuseum Nördlingen im Frühjahr 1997 weiter zur Wutachbahn ging, wo sie dann, wie bereits ja schon angesprochen, viele Jahre das Zugpferd von Sonderzügen zwischen dem Abschnitt, den wir auch gerade fahren, Blumenberg, Zollhaus und Weizen war und dort halt ihren Dienst verrichtet hat. So, dann können wir uns auch erstmal kurz rollen lassen. Und ich kann Ihnen dazu unser Wetter erzählen. Nach einer kurzen Auszeit dann, nach ihrem Einsatz dort, wurde die Lok im Dampflokomotivwerk Meiningen, wo auch sonst, wieder in einen betriebsfähigen Zustand versetzt und konnte im Spätsommer 2015 wieder in Betrieb genommen. Und ja, wurde dann halt von der Presse erworben. Und steht nun aktuell in Glauchau. So, und wir sind jetzt im Sauschwänzle. Diesen wunderschönen langen Kehrtunnel. Wir können ihn ja mal einmal verlassen. Und außerdem wieder ein bisschen Gas geben. Können uns das Ganze mal hier von oben angucken aus der Helikopterperspektive.
Sehr schön. Hier hatten wir ja nochmal ein Ausweichgleis. Und um dann halt die Höhenmeter zwischen dem Bereich hier und den Gleisen hier hinten für die Weiterfahrt Richtung Fützen bzw. Blumenberg zu schaffen, hat man sich dann halt hier für diesen Kehrtunnel entschieden. Ich muss sagen, wir gehen auch einfach mal an den Tunnelausgang und warten auf unsere 86, dass sie wieder das Sauschwänzle verlässt. So, nach einem kurzen Cut. Kommt jetzt auch unsere 86 endlich aus dem Tunnel heraus. Da unten die Gleise, auf denen wir gerade gefahren sind. Und dann lassen wir uns jetzt einmal kurz ein bisschen rollen, damit wir hier wieder auf 40 runterkommen. Und dann können wir weiter. So, damit haben wir dann jetzt diese langgezogene Linkskurve endlich vollständig verlassen. Und jetzt geht's gerade weiter. Vorerst in Richtung Fützen. Hier unten nochmal das untere Tunnelportal. So, gucken wir mal ein bisschen ins Tal hinunter. Und jetzt geht es in die langgezogene Rechtskurve, die uns dann ja, auf den Viadukt führt, über den Kommenbach, der hier unten durchführt, wird dann gleich auch in Sicht kommen für uns. Ja, hier unten zwischen den Bäumen verläuft er. Theoretisch. Ich sehe jetzt aber gerade, dass er hier im Train Simulator gar nicht so wirklich abgebildet ist. Ich meine, es ist an der Stelle auch wirklich eher so ein, ja, mehr ein Graben als ein wirklicher Fluss. Uns geht es jetzt hier nochmal über die Landstraße und dann
gleich in den Bahnhof Fützen hinein. In welchen wir uns hier auch mal kurz begeben werden. Hier hinten steht auch ein bisschen was rum. Zwei Maschinen sogar. Unter anderem die 861744 aus Meining. Bei der 52 habe ich gerade gesehen, habe ich vergessen, das Schild zu ändern. Egal. Komm mir gerade ein wenig schnell rein. Oh, sollten wir ihn kriegen. Ah, die 86 fährt hier jetzt aber wirklich ziemlich doll langsam. In Richtung ja, Sonderzug, beziehungsweise wird sie wahrscheinlich erstmal hier Kohlen laden. Stimmt, das Gleis fürs Kohlenladen ist ja auch nicht. Ist ja auch aus welchen Gründen auch immer dieses hier und nicht das hier drüben. Nun gut. Gucken wir doch mal zu. Ja gut, okay. Ein bisschen falsch abgesetzt, würde ich sagen, aber. Passt schon. Mensch, Kamera macht schon wieder, was sie will. Man sieht halt hier, erwacht jetzt quasi so langsam der ja, Plandampfbetrieb. Kollege, solltest du nicht eigentlich den Sonderzug da mitnehmen, eventuell? Na gut, egal. Konzentrieren wir uns auf uns. Beziehungsweise wir haben ja eigentlich erstmal noch ein bisschen Aufenthalt, also von daher. Ja. Es wird auch langsam endlich mal vernünftig hell, sodass wir auch einiges sehen können. Als wir abgefahren sind, war es ja wirklich noch stockduster. So, und da dürfen wir jetzt auch endlich ausfahren. Da steht die 52. Da sehen wir die Rauchschwade von der 86. Die gerade wieder auf das andere Gleis zurückrollt. Oh.
Und wir schleichen jetzt hier langsam mit 10 km/h über den Bahnübergang. So, und damit geht es jetzt hier schön in die vielen Schleifen, um dann hier oben nach Blumberg zu kommen. Mit dem kurzen Zwischendurch halt in Epfenhofen. Da haben wir gerade schön den Mond untergehen sehen vor uns. Und im Hintergrund sehen wir die Sonne langsam über die Hügel kommen. Drüben noch die LKWs am Pause machen. Oh, haben wir da. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen zu schnell geworden. Und hier werden wir dann, denke ich mal, mit unseren Güterzügen dann später ganz schön zu kämpfen haben, mit denen wir noch fahren. Da sehen wir gerade den Mond wieder, der eben gerade noch hinterm Hügel versteckt war. Aus irgendeinem Grund ruckelt der Train Simulator heute ziemlich stark. Platzieren wir uns mal hier kurz am Tunnelportal, wo es jetzt gleich reingeht. Und schauen unserer 86 beim Anstieg zu.
Und da sehen wir die 86 am Horizont verschwinden. Herrlich. Das ist, was ich an diesem Spiel so mag. Auch wenn die Grafik halt nicht gerade die beste ist. Muss ich ja nur mal ehrlich zugeben. Ich meine, der Ursprung des Spiels liegt halt im Jahr 2000 und was war's, ich glaube 9, 10, irgendwie sowas. Kam der erste Teil davon raus und seitdem halt fortlaufend immer wieder der nächste Teil, aber basierend auf Entschuldigung, basierend auf der alten Software, damit die neuen Versionen halt quasi mit den Vorgängern kompatibel sind und man dann quasi, wenn man halt schon mal was gekauft hat für, ich sag jetzt mal als Beispiel Chain Simulator 2012, 13, 17, 18, 20, dass man dann die Strecken quasi im Nachfolger in Anführungsstrichen einfach weiter nutzen kann. Dadurch kommen dann halt meistens nur so, ich sag mal, kleine grafische Anpassungen, das Menü wird neu gestaltet, es kommen nochmal neue Fahrzeuge dann jedes Jahr. Also es kommen sowieso gefühlt täglich neue Fahrzeuge. Ich meine, man braucht sich den Shop nur mal angucken. Ich habe es ja in Folge 1 schon erwähnt. Der Train Simulator zusammen mit allen DLCs, die es für ihn gibt. Das teuerste Spiel auf Steam mit weit über 7000 Euro. Ich glaube, inzwischen haben wir die 8000 Euro sogar schon geknackt. Und ja, das ist einfach. Aber vieles kommt halt auch einfach aus der Community oder halt von Dritten. Und wird nicht von Daftair Games selber programmiert, sondern dann beispielsweise von Aerosoft, Eisenbahnwerk. Hier kommen wir jetzt 40. Hat gerade nicht drauf geachtet. Was haben wir noch? Romantic Railroads. Oder halt wie die jetzt ja viel verwendeten bei mir in den Let's Plays. Baureihen 50 und 52. Von Forge Simulations, wo im Übrigen demnächst noch die 41 natürlich auch, wo jetzt auch demnächst die 52 als Reko-Maschine auch noch kommt. Ist auch schon vorbestellt. Habe ich da damals zusammen im Paket mit der Altbau 52 gekauft. Und sobald die dann quasi veröffentlicht wird, gibt es dann quasi einen Code zugeschickt, mit dem man dann den Download für die Maschine aktivieren kann. Ja, mit dem Wichtigsten stehen wir drin, sagen wir es so. Ansonsten, ich meine, der Bahnsteig ist so flach. Macht eigentlich fast keinen Unterschied, ob man jetzt hier auf dem Bahnsteig oder auf dem Boden aussteigt. Jetzt geht's bereits auf den nächsten. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, auf den nächsten Viadukt, ist ja aber keiner. Ist einfach nur eine einfache Stahlträgerbrücke.
die hier dieses Tal überspannt. Oh, das sieht halt einfach herrlich aus. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir hier mit den großen Dampfloks und den schweren Güterzügen hier drüber fahren. Das wird definitiv ein sehr schöner Anblick. Ja. Quasi eine Parallelfahrt mit dem Auto machen, bei der wir den Zug beobachten. So, jetzt gehen wir mal wieder in die alten Einstellungen zurück. Ich wollte gerade einfach nur mal ein bisschen unter quasi Volldampf fahren. Problem ist halt, dabei geht natürlich viel Kesseldruck verloren. Und das wollen wir eigentlich nach Möglichkeit vermeiden. Und wir quälen uns hier jetzt weiter den Berg hinauf. Voraussichtliche Ankunft um 35 und 35 Sekunden. Und um 6:35 Uhr sollen wir offiziell auch dort ankommen. Sind also voll im Zeitplan. Dann würde ich sagen, gucken wir uns auf jeden Fall einmal noch mal kurz um. Bevor es hier nämlich da hinten gleich in den Tunnel geht. Da unten liegen die Gleise, wo wir gerade waren. Und noch deutlich weiter unten. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit wegkommen. Hier hinten. Die Ausfahrt aus dem Bahnhof. Weizen. Pfützen meine ich, da hinten. Das ist ja schon einiges an Höhenmetern, was wir hier gerade gemacht haben. Und jetzt geht es hier erstmal noch, bevor es in die Tunnel geht, über diese wunderschöne Bogenbrücke aus Stahl. Dann kommen wir doch mal wieder zurück zu den Häusern springen. Ich dachte, wir sind jetzt dann doch noch ein bisschen weiter weg. Und zusehen, wie 86 jetzt hier angedampft kommt und dann gleich im Tunnel verschwindet. Und dann haben wir unsere Fahrt auch schon, also unser Ziel auch schon fast erreicht. Stockduster mal wieder und leider gibt es in der 86 kein Führerstands- oder Instrumentenlicht.
Sagte ich aber, glaube ich, bereits. Dann könnte man wenigstens mal ein bisschen was erkennen. Gucken wir mal hier von dem großen, sein Zentrallager oder irgendwie sowas. Mal auf unser Zug hinab. Sind inzwischen schon angekommen. So, dann lassen wir uns mal rollen. Wir haben auch schon wieder die Wagen hinter uns quietschen. Okay. Ich verstehe zwar nicht, warum die 41 jetzt nochmal ihre Türen geöffnet hat, aber gut. Und hier drüben haben wir einen schönen kleinen Dieseltriebwagen, der angeblich nach Kiel fährt. Alles klar. Aber wir gucken mal der 41 bei der Ausfahrt zu. 41, 11, 44. So, das war's dann für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, euch auch morgen wieder begrüßen zu dürfen. Dann mit der 52 1360. Und ja, so, sehr gut. Ab hier übernehmen die Kollegen. Sie machen nach der Nacht.
Nachtschicht erstmal Pause. Bis später. Ja, dann, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, im Kopf schön positiv, Corona negativ. Es verabschiedet sich der Niklas.